Bist du erleichtert, dass du ihn gefunden hast? Ja, es ist halt nochmal, das ist halt das, was mir halt mein Leben lang halt gefehlt hat. Mhm. Was wäre so dein größter Wunsch? Ihn endlich mal halt so in die Arme zu schließen. Er ist ein Koch und er wird heute ein ganz besonderes Menü zubereiten. Für seine Tochter, die er noch nie im Leben gesehen hat. My name is Jerry. Ich bin Jerry aus Kanada und bin 47 Jahre alt. Ich bin hier, um meine Tochter Johanna zu überraschen. Wir haben uns noch nie persönlich gesehen oder gesprochen, auch nicht über Webcam. Wir haben uns immer nur geschrieben. Texting, WhatsApp, etc. Als ich für die Expo 2000 in Hannover arbeitete, hatte ich eine Beziehung mit Johannas Mutter. Didn't work out. Sie hielt nicht lange und ich ging zurück nach Kanada. Ich wollte aber um die Beziehung zu Johanna kämpfen mit Hilfe eines Anwalts. Dort sagte man mir, dass die Gesetze in Deutschland anders seien als in Nordamerika. Man blieb mir zu warten, bis Johanna älter sei und auf mich zukommt. Oh, I hate walking here alone. Ich habe es immer bereut, nicht mehr um sie gekämpft zu haben. Ich hätte mich mehr anstrengen sollen, sie früher zu finden. Wir hatten überhaupt keinen Kontakt bis 2019. Ein ehemaliger Expo-Kollege rief mich in ihrem Auftrag an, um uns in Kontakt zu bringen. Ich sagte sofort ja. Seitdem chatten wir regelmäßig im Internet. And then we started chatting via the Internet. Unser erster Kontakt war im Dezember 2019. Kurz danach begann die Pandemie. Durch die umfangreichen Reisebeschränkungen war es uns unmöglich, uns zu treffen. Das war sehr schwer. It made it really hard. Jerry wird heute hier im Haus zum ersten Mal für seine Tochter kochen. Johanna hat es im Leben gar nicht einfach. Sie sitzt im Rollstuhl, denn sie wurde mit einem Spalt in der Wirbelsäule geboren. Heute wird ihr allergrößter Wunsch in Erfüllung gehen. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin nervös und habe ein bisschen Angst. First time we will physically see each other. Das erste Mal sein, dass wir uns persönlich sehen und miteinander sprechen. I don't even know what she sounds like. Wie ihre Stimme klingt. No idea at all. We are children that need to be loved. Das Essen für meine Tochter zu kochen macht mich total nervös. Ich koche Spaghetti mit Prawns, because I know that she likes seafood and she likes prawns and I like prawns as well. Ich kann so gut verstehen, wie nervös Jerry ist. Johanna kommt jetzt erstmal hier an, ich lade sie zum Essen ein und sie glaubt, sie erzählt mir einfach ihre Geschichte. I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming home, let the rain wash away all the pain of yesterday. Hallo. Hallo Johanna, hallo. Herzlich willkommen im Haus am Meer. Wie war die Anreise? Sehr entspannt. Sehr entspannt? Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommst erstmal in Ruhe an und dann setzen wir uns zusammen und dann essen wir was, trinken was und dann reden wir. Ja. Ich freue mich. Ich fühle mich sehr aufgeregt gerade. Ich träume schon ganz lange davon, Lilian kennenzulernen, um meine Geschichte ihr zu erzählen. The big thing for me is one thing that I always did. Als gelernter Koch habe ich damals immer mit viel Liebe gekocht. So es macht mich glücklich, for me to wieder mit eben dieser Liebe von damals zu kochen. And to cook with that love that I used to put into the food back in the day. So.
Johanna, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, bei mir im Haus am Meer. Und das hat ja auch einen Grund, denn du möchtest mir ein bisschen von deinem Papa erzählen, ne? Ja. Und zwar hat er damals als Koch auf der Expo 2000 gearbeitet. Mhm. Da war damals ein Fußball-Endspiel und da haben sich halt meine Eltern kennengelernt. Woher kam denn dein Papa? Der kam gebürtig aus Kanada. Mhm. Also deine Mama hat ihn dann kennengelernt zu der Zeit, als dein Papa da auf der Expo gearbeitet hat. Und dann haben sie sich verliebt. Ja. Und irgendwann war klar, Johanna ist unterwegs. Ja. Ist es denn schwierig für dich, mit deiner Mutter darüber zu reden, oder? Ja, also meine Mutter ist eigentlich, was das angeht, ziemlich offen. Sie hat sich auch nie dagegen gestellt, dass ich Kontakt zu ihm aufnehmen möchte. Ja. Und hätte mich da halt auch unterstützt, aber dann, ich hatte ihn halt dann alleine gefunden. Wann war das? Gefunden habe ich ihn vor etwa 2 Jahren. Und das muss man eben betonen, das hast du ganz alleine gemacht? Ja. Über die sozialen Netzwerke? Genau. Das war ja bestimmt ziemlich aufregend. Ja. Also in der ersten Zeit habe ich so gedacht wie du. Mhm. Ich habe an verschiedenen Behörden hingeschrieben, die dürften mir aber aus Datenschutzgründen leider nichts sagen. Mhm. Warte mal, bevor es spannend wird, lassen wir uns unser Wasser geben. Super, danke schön, Lea. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, hast du ein bisschen geguckt, wie ich immer so vorgehe? Ja, ich kam aber dadurch halt nicht weiter. Mhm. Wegen Datenschutzgründen dürfen sie mir nichts sagen. Klar. Und dann gibt es in Hannover noch das Exposeum, das ist so ein Museum von der Expo damals. Und da hat mir die Vorgesetzte geholfen. Ja. Bei Facebook gibt es so eine Gruppe halt. Und da wurde halt eine Anfrage gestellt, wer meinen Vater kennen könnte. Und dann habe ich ihn halt darüber gefunden. Finde ich super. Ach, schau mal, jetzt kommt schon. So, ich habe schon einmal den Salat dabei. Den Dankeschön. Den bringe ich auch sofort. Ah, super, dann stellen wir uns den zur Seite hier. Ich glaube, es kommt gleich noch was. Kriegst du nur Salat von uns? Warte mal, dann stehe ich dir den. Guck, kriegst du es da rechts rüber? Alles super. Perfekt. I promise that I'll hold you when it's cold out. When we lose our winter coats in the spring. I am very excited. Ich hoffe, dass sie mein Essen schmecken wird, denn es ist lange her, dass ich das letzte Mal in einer professionellen Küche stand. You know, it's been a while since I've been in a commercial kitchen preparing something for someone. Ah, schau mal. Ja. Okay. Die Teller sind ein bisschen heiß. Ja. Guten Appetit. Danke sehr. Vielen Dank. Ich hoffe, du magst Pasta. Ja. Mag ja jeder. Und ich hoffe, du magst so Gambas oder Scampi oder Krabben, was immer es ist. Ja. Lecker, oder? Ja, sehr lecker. Also das hat der Koch toll gezaubert. Ja. Du hast mir jetzt erzählt, wie eindrucksvoll du deinen Papa gefunden hast. Bist du erleichtert, dass du ihn gefunden hast? Ja, es ist halt nochmal, das ist halt das, was mir halt mein Leben lang halt gefehlt hat. Mhm. Was wäre so dein größter Wunsch? Ihn endlich mal halt so in die Arme zu schließen. Es gibt noch ganz viele Fragen, die ich halt mit ihm klären möchte. Ja. Und gibt es Momente, in denen du traurig bist? Ja, in manchen Situationen hätte ich halt gerne einen Papa gehabt, so zum Brüsten oder wo ich eine Einschulung hatte, ja, meinen Schulabschluss. Mhm. Halt bei diesen ganzen auch Geburtstagen war er halt jedes Mal nicht dabei. Ja. Das hat mich halt schon traurig gemacht, wenn ich halt andere Kinder gesehen habe. Sind auch halt immer Väter dabei und das hat bei mir halt immer sehr gefehlt. Wieso war das bisher nicht möglich, deinen Papa zu sehen? Kannst du das erklären? Weil ich halt nicht so einfach mal wegfliegen kann nach Kanada, weil ich halt nicht weiß, wie das da mit dem Rollstuhl ist. Am einfachsten wäre es halt, wenn er irgendwie herkommen könnte. Das ist aber irgendwie auch halt relativ schwierig.
Und ich glaube, dein Papa konnte bisher noch nicht herkommen, denn es war auch die ganze Zeit, seitdem ihr Kontakt habt, auch Corona, ne? Ja. Verstehe. I'm very nervous to meet her. Ich bin extrem aufgeregt. Hoffentlich erkennt sie mich. Last time she saw denn auf dem letzten Foto, das sie von mir gesehen hat, hatte ich einen Bart. So it might take sie wird bestimmt einen Moment brauchen. Und ich hoffe wirklich, dass sie mich erkennt. And be like, wait a minute. And hopefully she'll recognize me. Würdest du sagen, deinen Papa irgendwann zu sehen, ist so dein größter Wunsch im Leben? Ja. Johanna, was glaubst du eigentlich, wer dieses leckere Essen gekocht hat? Keine Ahnung. Dann guck doch mal nach da. Wie geht's? Gut. Ja. Mein Vater endlich in den Arm nehmen zu können, ist das beste Gefühl, was man haben kann. Diese Vaterliebe nie so wirklich gefühlt hat und jetzt endlich diese Vaternähe und Liebe zu fühlen, ist einfach wow. Ich komme mal zu euch dazu. Hm? Ja. Ja, alles gut. Hm? Dann freue ich mich sehr für dich, Johanna. Ne? Ja. Okay. Komm mal her. Alles Gute. It was very emotional. Es ist sehr emotional. For me, it was es war a very ein touching emotionaler Moment für mich. Der Papa ist ganz lang geflogen. Den ganzen Weg aus Kanada. Damit er heute hier sein kann, ne? Und ein guter Koch ist er auch noch. Ja. Wenn du das gewusst hättest. Ja. War sehr, sehr lecker, das Essen. Das ist gut. Ihr habt alle Zeit der Welt. Ja? Alles klar. Thank you for this opportunity. Vielen Dank, dass ich diesen thank Moment you erleben for durfte. Bringing me here and thank wir werden you diesen Tag für immer in Erinnerung bleiben. We're gonna cherish forever. How long will I love you? Stars above you, and longer if I can.